Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu Car Mechanic Simulator 2018. Hier mit dem Matzis Gaming. Und wir machen jetzt einen blauen Part sozusagen. Wir werden gucken, was hat das Auto für ein Problem. Es wird wieder viele Probleme haben. Aber erstmal hat er einen Auftrag. Yo, ich bin Roadmaster 1234. Achso, so nennt man mich im Internet. Alles klar. Ich bin der King of the Road. Ah, Schleimer. In PC-Spielen, alles klar. Nun habe ich aber ein echtes Auto gekauft. Ist nicht dein Ernst. Und zeige allen anderen, was ich alles auf einer echten Straße drauf habe. Deswegen meine Bitte, etwas mit den Felgen zu unternehmen, denn diese verlangsamen mich. Ach ja, und irgendetwas klopft im Motor. Das müsste auch geprüft werden. See ya. Alles klar. Wahrscheinlich alle vier Reifen neu und die Felgen auch neu, oder was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und irgendwas klopft im Motor. Wahrscheinlich die Kühlung. Warte mal, ich guck mal eben. Er guckt mal kurz rein, wa? Warte mal. Eigentlich müsste alles erneuert werden. Mal guck mal an hier. Das sieht ja auch schon scheiße aus. Der Riemenspanner klopft. Und hier unten auch die Tragrolle. Kann ich den Wagen bewegen? Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn für Rost, ey? Ja, die Reifen, die gehen ja wohl gar nicht mehr. Alter. Kann ich mit dem Auto auf die Piste? Ja, das muss mal voll geprüft werden. Eine Teststrecke machen, bitte. Ich könnte natürlich auch ein anderes Auto schon mal nehmen, aber ein Auto reicht doch in der Dings, oder? So, ich werde wahrscheinlich noch mal ein paar Dellen reinmachen. Vielleicht brauchen wir einen neuen Kotflügel oder so. Weil bremsen kann das auch schon mal. Slalom fahren kann das auch schon mal. Ich schwöre. Ich hab's getestet. Ja. Alter, oh! Jetzt auch noch da zu bremsen. Ja, ist ja. Also Bremsen scheinen wohl noch in Ordnung zu sein, ne? Also würde ich mal sagen, an die Bremsen liegt es nicht. Oder doch? Ich hoffe jetzt nicht. Aber ich werde auch gleich noch im Diagnosefeld gehen. Mal gucken, was finden wir denn da? Oh! Okay. 70%. Das ist jetzt nicht viel. Also auf jeden Fall die Reifen. Ich werde das auch nochmal bewegen im Diagnosefahrt. Da werde ich nochmal hin. Ich will es einfach mal ausprobiert haben, weißt du? Dann mach die Tür auch nochmal auf. Ich brauche Platz. Okay, Diagnosefahrt erstmal. Bist du sicher, dass du mit diesem Diagnosefahrt weitermachen willst? Ja, klar. Oh, okay. Fahre mit dem Vorderrad. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Muss ich da irgendwas machen, oder? Ich dachte, du machst das alleine. Hallo? Arbeite doch mal. Drücke auf das Bremspedal und halte es gedrückt. Ah, okay. Fahre mit dem Hinterreifen
auf den Bremstester. Jetzt wieder die Bremse gedrückt halten. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ich sollte vielleicht auch mal lesen. Fahre mit dem Vollreifen. Warte. Warte. Irgendwas macht er jetzt. Okay, 70%. Alter. Kein Wunder, dass das so laut ist. Irgendwas klopft da. Alle 70% hier. Das scheint wohl wirklich nur an die Reifen zu liegen. Oder wie? Alter Schwede. Ja, dann werde ich das mal schnell bewegen. Und zwar auf die Hebebühne. Dann werden wir uns mal die Reifen vornehmen. Ah, die Reifen sind durch. Die sind richtig durch. Genau. Ich mache erstmal eine Hebebühne. Erstmal klar, dass, ja. Ist klar. Mal nochmal höher. Ich muss erstmal die Reifen abbauen. Also ich kann mir vorstellen, dass... Alter, die sind durch. Ich brauche neue Felgen und neue Reifen. Obwohl, neue belüftete Bremsscheibe braucht er auch, glaube ich. So wie das Auto aussieht. Und irgendwas pocht im Motor. Ja, das habe ich jetzt nicht gefunden, ne? Aber... Erstmal alles abmachen hier. Alles muss weg. Zack. Und... Obwohl der gar nicht so viel hat, ne? Hat nur neun Teile oder so, die er braucht. Also ich hoffe jetzt echt, guck mal, wir haben nur Felgen. Yo! Ich dachte jetzt, die Reifen auch. Okay, dann werden wir erstmal die Reifen demontieren und werden neue Felgen drauf machen. Teil zerlegen. Ja, ich werde erstmal alles zerlegen wieder. Ich werde da mal zugucken. Ja, wie gesagt, da brauchen wir wahrscheinlich immer länger für. Oder länger her für. Okay. Nehmen. Nächsten drauf. Na, ich muss ja erstmal die Reifen ab. Die Felgen sind. Die Reifen sind ja anscheinend noch gut. Die Felgen aber nimmer. Kommt mal weiter. Also wir werden gleich nochmal im Innenraum gucken. Also wir werden jetzt die Reifen gleich nochmal fertig machen und dann gucken wir nochmal im Innenraum. Weil ich habe ja da einige Sachen auch gesehen. So den Zahn, immer mal den Spanner da, den werde ich da wegmachen. Der war schon mehr rostig als klar. So. Zack. Jetzt. Oh nee, ne? Ich habe schon wieder das Inventar voll mit irgendwelchen Scheiß. Ich hoffe nur, ich verkaufe jetzt die Reifen nicht. Das muss ich nämlich gleich... So, da muss ich nämlich jetzt aufpassen. Was sind das für Reifen? Felgen Classic 617 ET0. Ob das alles so eine Bewandtnis hat? Felge Classic 617 Zoll ET0. Da brauche ich 6 neue. Ja, dann werden wir uns die Reifen erstmal zulegen. Habe ich schon wieder vergessen. Aber egal. Felgen Classic 6 brauchen wir.
17ET0 und das viermal bitte. Sind ja auch nur 720 Euro. Ne? So, jetzt werden wir uns mal schnell die Reifen wieder widmen und dann gehen wir zum Innenraum und kaufen da weiter ein. So, wieder Reifen drauf, neue Felge, Reifen ist egal. Ach ja, herrlich. So ist das schön. So macht das Leben Spaß. So, dann erstmal nehmen, dann wieder 9 draufpacken. Nein, nicht zerlegen. Nehmen. 9 Reifen drauf. Fertig. Pupp. Dann nehme ich den schon mal auswuchten. Ja. Zack. Dann kann der schon mal ausgewuchtet werden. Dann nehmen wir den schon mal raus. Dann tun da wieder einen 9 hin. 9 Reifen drauf. Die Bremsen so brauchen wir da ja nicht mehr zu machen. Das finde ich ja schon mal gut, dass wir das nicht mehr brauchen. Guck mal, zack, nehmen. Nächsten drauf. Genau, die müssen gemacht werden, ne? Da, wo immer der Dings ist, der muss gemacht werden. Und noch einen neuen drauf, zack. So. Und dann habe ich die Sachen schon fertig, oder? Also normalerweise wäre es geil so in der Animation. Oh, jetzt muss der noch ran, weil der hat noch ist noch nicht ausgewuchtet. So, und den noch nehmen. Dann dürfte eigentlich keiner mehr da sein, ne? Genau, es sind noch die vier Felgen da. Okay. Die vier Felgen könnte ich mal eben loswerden. Den. Pop. Pop. Oh, weg damit. Brauche ich nicht. Dann den nochmal ein. Einen habe ich noch, ne? Zum Ausbuchten, genau. Dann habe ich das schon mal fertig. So, dann kann ich mich nämlich hier schon mal... Nein, fortsetzen. Dann kann ich nämlich hier hinten schon mal die Reifen wieder dran machen. Und zwar hier. Reifen dran. Guck mal. Schöne Felgen, ja. Oh, lecker, ja. Ist zwar nichts zu essen, aber egal. So, hier, zack. Hier einmal ran. Nein. So. Nein. Das ist noch mit der Steuerung, ist noch ein bisschen blöd gemacht, aber egal. So. Haben wir hier auch schon fertig, dann können wir vorne nämlich bearbeiten. Ja, nehmen. Dankeschön. Und los geht's. Dann haben wir die Reifen schon mal fertig. Genau, dann haben wir die Reifen schon mal fertig. Und dann können wir uns im Innenraum mal über das Pochen für uns beschäftigen. Das ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Ja, ich war geblendet, Entschuldigung. Ich war kurz blind. Und ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen werden. Ich hoffe nur nicht, dass das jetzt auch noch an die Bremse liegt, dass wir da nur wieder alles abmachen müssen. Das wäre nicht so schön. Ich weiß nur, dass hier einiges dabei ist, was ab müsste. Das hier müsste ab. Das müsste neu. Achso, das muss ab. Okay, dann okay, mache ich das mal ab. Das wäre nochmal ab. Ich nehme den auch nochmal ab, weil da könnte ja auch was sein. Außerdem kann man da jetzt besser gucken. ABS-Modul. Nee. Wie prüfe ich das? Warte mal, zack, prüfen. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt nicht so gucken. Okay. Hallo, jetzt ist aber gut. Okay. Hallo? Hallo? So, warte mal, ist das jetzt, Ach, guck mal einen an. Okay, alles klar.
Da war er, da kommt das Pochen her. Weil irgendwo muss das doch herkommen. Ich wollte gerade so nach hinten noch gehen. Aber Keilriemen Typ A, Keilriemen Typ B, Tragrolle A, Riemenspanner, Gehäuse für Kühler, Ventilatoren. Ah, alles klar. Habe ich jetzt auch voll behalten. Aber ich werde mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Nein, Matze. Du musst das länger gedrückt halten. Und nicht einfach rechte Maustaste. Jetzt gehst du hier auf zurück. Und dann gehen wir hier mal auf Motor. Nein, gehst du nicht. Ich mache jetzt einfach mal Tragrolle. Rolle A. War ja auch Tragrolle B? Ich weiß das gar nicht genau. Dann der Riemenspanner. Der Riemenspanner, da, zack. Jetzt war auch noch hier, ich weiß nicht mehr, welchen Keilriemen wir brauchen. Keilriemen Typ A, Typ B. Ne, Keilriemen Typ A. Ich guck doch nochmal, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal gucken muss. Ich brauche eine Tragrolle, Mann, ich brauche einen Keilriemen Typ A und B. Und Gehäuse für Kühler. Kühlerventilators. Jetzt habe ich die Tragrolle zu viel. Egal, Keilriemen Typ A und Typ B. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Länger gedrückt halten und dann bin ich wieder drin. Also Keilriemen Typ A. Und Keilriemen Typ B. Und Gehäuse. Gehäuse für Kühlerventilators. BA. Ist das jetzt B oder A? Ach Leute, ich muss mal gucken. Tut mir leid. Irgendwie muss ich mir das mal fix hey, ich mache Ventilator. Also nix geschrieben. Gehäuse für Kühlerventilator. Und nix dahinter. Nix mit 1, 2, 3 und so. Also einfach nur. Das heißt, aber da ist ja nichts hinter. Ist doch nicht 1 und so weiter. 2. Ach da, doch, doch, da ist der. Alter, lasse ich mich hier schon. Okay, jetzt mal schnell wieder einbauen. Wir sind nämlich schon bei 18 Minuten, alter Schwede. Mal schnell einbauen hier. Zack, und einbauen. Ah, so, jetzt mal hier die Tragrolle rein. Dann Keilriemen. Den Keilriemen hier und noch rein, den Riemenspanner noch rein. Aber es geht eigentlich, ne? Also kriegen wir eigentlich schon gut hin, finde ich. So, hier den Kühler und das Gehäuse. Ja, und den dürften wir eigentlich alles haben, oder? Ich hoffe es. Ja, wir haben alles. Ohne zu markieren, oder? Alter Schwede. Und dafür 1500, na gut, okay, ist auch egal. Aber es hat mir echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Zack. Und weg damit. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Also das war spannend, aufreibend und alles zugleich. Ich hoffe nur, wir werden hier noch ein paar Aufhängungen machen gleich und ein paar Dinger. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder die nächsten blauen widmen. Der wird wahrscheinlich noch krasser werden, aber egal. Mal gucken, wie wir hier weitergehen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Car Mechanic Simulator 2018. In diesem Sinne, haut rein, bis denne und ciao.